Wie ist das bei dir gekommen? Wann ist dir aufgefallen, dass du eine Essstörung hast? Und ja. Also ich fand mich eigentlich schon immer gestört mit dem Essen, weil ich immer wusste, ich esse anders als andere, beziehungsweise behalte ich mein Essen nicht bei mir. Ich habe schon als Kind ausgespuckt. Okay. Manchmal, wenn ich einfach zu viel gegessen hatte und später auch, wenn ich meinte, ich hätte irgendwas Falsches, Ungesundes gegessen. Und daraus hat sich dann über viele Jahre die chronische Essstörung eingestellt. War vielleicht am Anfang gar nicht so, weil ich eine Störung habe zwischen Speiseröhre und Magen. Der Verschluss stimmt nicht richtig. Das hat aber nie jemand untersucht. Und da meine Mutter dauerdiätend war und mit ihrem Körper unzufrieden, hat sich dann eigentlich mit Beginn der Pubertät diese Unzufriedenheit auf mich übertragen, weil ich dann auch meinen Körper komisch fand, wie der sich veränderte und keine Antworten darauf bekommen habe, dass das nämlich normal ist und dass das auch schön ist und natürlich auch nicht proportional in der Pubertät immer gleich. Aber so richtig fest hat mich die Bulimie seit ich Ende 20 bin im Griff. Da habe ich eine Führungsposition eingenommen und habe vorher überlegt, wie schaffe ich das? Und habe dann, wie behalte ich die Kontrolle? Und habe dann zuerst entschieden, ich kontrolliere mich. Und dann habe ich 50 Pfund abgenommen in einem halben Jahr. Und dann meinte ich, sei ich jetzt bereit für die Führungsposition. Und seitdem habe ich eigentlich richtig hart essgestört mich verhalten. Und wie war das bei dir? Bei uns war Essen eigentlich das Dauerthema. Bei allen Familienfeiern ist wie es gekocht wurde, was drin ist, welche Kalorien es hat. Und ja, ich habe zwei Schwestern und wir waren einfach immer die Dicken in der Familie. Ob wir dick waren oder nicht, will ich gar nicht beurteilen, sondern wir sind einfach immer so abgestempelt worden. Und es ist einfach so gewesen, dass das eine Stück Kuchen, was ich dann vielleicht noch essen wollte, das dann von der Seite kam, meinst du wirklich, du musst das jetzt noch essen? Hm. Und überleg dir mal, weißt du eigentlich, wie viel Kalorien das hat? Ja, das also das ist Dauerthema in der Familie so gewesen, bei jedem Gespräch, in jeder Essensrunde, die wir hatten. Wir haben uns gefühlt auch in der Familie nur zum Essen getroffen. Hm. Und meine erste Diät habe ich, glaube ich, gemacht, da war ich 10. Das hat in der Familie unfassbar viel positives Feedback für mich gegeben. Es war so, Lisa, wie siehst du aus? Super, du hast abgenommen. Da geht aber noch ein bisschen. Also das war nicht nur das Positive, sondern es war halt viel Negativ-Feedback eigentlich auch dabei, was immer kam, da muss aber noch mehr runter, das reicht noch nicht. Mit wem hast du als erstes gesprochen? Also als du festgestellt hast, oh, ich habe wirklich eine Essstörung. Ich fand mich ja schon lange essgestört, sodass ich aber das trotzdem verheimlicht habe. Aber an dem Wochenende, an dem ich entschieden habe, etwas dagegen zu tun, habe ich bei Waage angerufen. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Und dann habe ich meinem Mann das gesagt. Und dann bin ich hierher gegangen. Und dann haben wir das den Kindern gesagt zusammen. Und dann habe ich sofort irgendwie alles getan, um das jetzt anzugehen, das Problem, weil ich auch so lebe. Wenn ich etwas erkannt habe, packe ich das an und dann bewege ich die ganze Welt, dass sich das ändert. Und so habe ich das mit der Essstörung auch gemacht. Sofort Therapien angeschoben, sofort in die Klinik, aller Welt so, naja, nicht das dann erst nach der Therapie, aber bin da sehr offen und sehr radikal mit umgegangen. Aber der erste war dann mein Mann, dem ich das so offen dann gesagt habe, ich habe es. Und ich tue jetzt was dagegen. Und bei dir? Als ich ausgezogen bin zu Hause, dann ist es richtig losgegangen, weil ich eben keine soziale Kontrolle mehr hatte. Meine Mutter halt nicht mehr da war, die immer wieder halt vielleicht doch noch was mitkriegen könnte oder so. Und den Startschuss hat eigentlich gegeben, der Moment, wo ich zu Hause saß, mit meiner Patin telefoniert habe und die gesagt hat, Lisa, du brauchst Hilfe, es funktioniert so nicht mehr. Also zu der Zeit wussten schon einige in meinem näheren Umfeld, dass irgendwas ist. Auch teilweise, was ich habe, also dass ich eine Essstörung habe. Und habe ich gesagt, ich lebe zu gerne, ich bin zu glücklich hier in meinem, also ich möchte nicht sterben, ich will nicht gehen. Und also wusste ich, ich muss was ändern. Und dann habe ich im Internet gesucht, die Waage gefunden, bin hier hingekommen, war bei Shirley. Und dann ist es so ein Klischeelauf gewesen im Endeffekt. Wie alt warst du denn da, als du das gemacht hast? Da muss ich 22 gewesen sein, 23. Okay.
Ja. Und ja, und dann ist es wirklich so Schritt für Schritt hier gewesen, die Beratungsgespräche, neue Therapie gesucht, in die Klinik. Und ja, und dann hat sich mein Leben radikal geändert. Ja. Wie ist es jetzt für dich? Also, wie lebst du jetzt? Bist du glücklich und sagst du, ich habe die Essstörung wirklich überwunden? Also ich habe keine Essbrechanfälle mehr in diesem Umfang wie früher auch. Ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Es passiert ganz selten mal. Aber ich bin ein glücklicher Mensch und habe gelernt, das als ein Teil anzunehmen. Also ich sehe mich schon als geheilt an. Ich mache keine Diäten mehr, auch wenn ich ab und zu natürlich immer wieder versuche abzunehmen. Ich nehme dann auch mal ein bisschen ab, aber ich finde es nach wie vor schwierig. Ich esse zu viel und aber ich habe keine Schuldgefühle mehr dabei und ich kontrolliere mich darüber nicht mehr. Das heißt, die ganz großen, die beiden großen Dämonen der Essstörung, die haben mich nicht mehr im Griff und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Und ich lerne so langsam, seit ich mit der Menopause durch bin, mich auch noch mehr anzunehmen. Kannst du eigentlich mit anderen gut über deine Essstörung sprechen? Mittlerweile, ja. Also seit einem Jahr fällt es mir auch nicht mehr schwer. Ich fange immer mal wieder an zu weinen, weil dann so Punkte kommen, wo ich halt merke, okay, das beschäftigt mich immer noch oder bewegt mich einfach. Also weil ich halt feststelle, was das für ein Kampf war daraus. Aber ja, es ist eher so, dass ich denke, es ist halt ein Teil von meinem Leben. Es gehört zu mir. Ich kann es nicht wegstreichen, nur weil es mir vielleicht nicht gefällt. Oder ich denke, Gott, wie peinlich ist das, dass du diese Essstörung hattest. Also ich gehe nicht hin und reiße die Tür auf und sage, hallo, ich bin Lisa, ich habe übrigens eine Essstörung gehabt. Aber wenn mich jemand anspricht oder das irgendwie Thema wird, dann sage ich das auch, weil ich oft auch schon in Situationen geraten bin, eben unter dünnen Frauen, wo dann kam, ja, also wie kann man denn so dick werden? Oder also was macht man denn, also warum soll man denn eine Essstörung entwickeln? Wo ich dann halt auch sage, wisst ihr eigentlich, warum man eine Essstörung entwickelt? Es liegt nicht immer nur am, ich möchte unbedingt dünn sein, sondern es hat vielleicht auch einen anderen Hintergrund. Und dann kommen halt auch mal Fragen wie, woher willst du das denn wissen? Ja, ich hatte selber eine. Oh. Und dann wird halt dann auch gefragt. Wie ist das mit Essen und Essstörungen? Was geht dir da bei deiner Tochter durch den Kopf? Beschäftigt dich das schon? Ja. Was du ihr vielleicht vorlebst oder? Ja, also ich weiß, dass ich mittlerweile ein gesundes Essverhalten habe. Okay. Ich esse entspannt. Ich nicht immer. Ich habe auch Phasen, wo es mir mal nicht so gut geht und ich einfach merke, okay, da kommen alte Verhaltensmuster, wo ich aber sofort selber merke, das sind alte Verhaltensmuster. Da kann ich gegenarbeiten oder ermahne mich dann ich lade mir mein Essen auf den Teller. Oh, das ist zu viel. Also nehme ich wieder was weg. Dann nein, die Portion, die du da gerade drauf hattest, ist vollkommen in Ordnung. Das darfst du essen. Wie soll ein normales Essverhalten lernen? Und es ist, glaube ich, eine Challenge auch an mich selber, mich mit meinem Kind hinzusetzen und entspannt zu essen und zu sagen, ja, das ist in Ordnung, was sie isst. Also auch wenn sie mal was nachhaben möchte, ist es okay, weil ich weiß einfach, mein Kind hat ein ganz normales Essverhalten, wie ein Kind halt isst und die hört auf zu essen, wenn sie nicht mehr möchte und möchte mehr, wenn sie noch Hunger hat. Und das ist, ich glaube, für mich ganz gut, das auch zu sehen, wie man entspannt essen kann. Ja. Wie ist es für dich gewesen? Ich habe das Gefühl, ich vererbe nichts. Und das ist ganz gut. Aber ich kann sie nicht rauslösen aus dem System, wie Frauen ihren Körper kontrollieren. Das habe ich mir abgeschminkt. Was machst du heute anders als vorher und ja, was tust du, um gesund zu bleiben für dich einfach? Ich esse, was mir gefällt und habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mich, um mal so ein essgestörten Wort zu nehmen, wenn ich mich überesse, dann ist das für mich kein Drama mehr. Also ich laufe dann nicht mehr in Sack und Asche rum und habe auch keine Schuldgefühle mehr. Aber ich habe auch gelernt, nach wie vor Herausforderungen anzunehmen und nicht gleich innerlich zusammenzubrechen, wenn es dabei Hürden gibt. Ich habe zum Beispiel mir vor 2 Jahren einen großen Wunsch erfüllt und auch meine Ausbildung gemacht. Und ich hatte dir ja vorhin schon erzählt, ich habe große Probleme mit Niederlagen und Ausbildungen sind aber ja davon geprägt, dass es nicht immer nur alles super ist. Und das war eine Ausbildung zur Trauerrednerin.
Und das war eine ganz anstrengende Ausbildung, weil das ganz viel ja mit einem selber auch zu tun hat. Und ich habe zwischendurch auch geschafft, was hast du gedacht, was machst du dir da an? Das schaffst du doch nie. Wie willst du diese große Verantwortung schaffen? Und das waren, da hätte ich vor 10 Jahren mich übers Kotzen vermutlich gerettet durch diese Angst, das auch zu schaffen und zu bewältigen. Nun gab es keine richtige Prüfung, aber schon eine Präsentation vor vielen Menschen. Und das habe ich ohne Essstörung gut bewältigen können. Und ich spreche seit fast einem Jahr auf Beerdigung. Und das funktioniert gut. Ich weiß, ich kann das. Es ist richtig was für mich. Und das, auch wenn da jetzt Rückschläge sind, nicht jede Rede ist immer 1000-prozentig, aber ich kriege gutes Feedback, aber ich bekomme auch Kritik und ich kann damit aber gut umgehen. Es haut mich nicht mehr um. Und das hat sich wirklich geändert, dass ich sowohl mit Kritik wie auch mit dem Positiven, also beides ist schwierig für mich gewesen als essgestörte Frau, das ist heute anders. Und darin sehe ich auch, dass es einen richtigen Heilungsprozess gegeben hat. Und bei dir? Ich überlege gerade. Es ist tatsächlich, ich lebe einfach endlich. Das habe ich vorher nie richtig getan. Ich war immer jemand, der meint, er muss für die anderen gut aussehen, gut dastehen, bitte ein Lächeln auf dem Gesicht haben, wenn ich schlechte Laune habe oder es mir einfach gerade emotional nicht gut geht. Oh Gott, zeigt das bloß niemandem. Und das war für mich immer ein sehr eingeschränktes Leben. Für alle anderen wirkte das natürlich anders, aber für mich war das immer sehr, sehr eingeschränkt. Und ich lebe. Und ich zeige, wenn es mir nicht gut geht. Und ich sage auch mal, lass mich bitte einfach gerade in Ruhe. Und ich habe gelernt, Nein zu sagen. Mhm. Ist für mich ganz entscheidend gewesen. Ich habe immer, ja, natürlich mache ich gar kein Problem. Mhm. Und doch, es ist ein Problem. Ich möchte das gerade nicht. Mhm. Und das passt gerade nicht in meine Zeitplanung. Und aber das würde ich nie sagen und das habe ich geändert. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und ja, ich esse auch ohne schlechtes Gewissen. Und selbst wenn ich merke, oh, da kommt gerade wieder das kleine schlechte Gewissen und sagt mir, du isst gerade zu viel, denke ich, nee, ich will das jetzt essen und ich esse das auch, weil das eine Mal macht es nicht schlimm. Und das ändert das Leben irgendwie. Und ganz viel hilft natürlich einfach auch, dieses Leben in der Familie zu sehen. Meine Tochter wächst auf und auch das hat mein Leben geändert und hilft mir, gesund zu bleiben, weil ich weiß, dass ich es für mich tue und aber auch für meine Familie und meinen Mann, für den das Leben viel einfacher geworden ist, ohne meine Essstörung. Ja, und ich glaube einfach insgesamt, ist es wirklich, also dieser für mich entscheidende Satz ist, ich lebe endlich. Ich bin glücklich. Okay. Ja.